Hallo Modellbahnfreunde, es ist der 12. Oktober 2019 und ich latsche direkt in ein Möbelhaus in der Nähe von Varel, um mir dort eine Modellbahnausstellung anzugucken. Wie passen nun Möbel und Eisenbahn zusammen? Fast jährlich veranstalten die Modelleisenbahner Varel, der MEV, eine Ausstellung in den großzügigen Räumen des Möbelhauses. Dieses Jahr eine Jubiläumsausstellung, der Verein ist 20 Jahre alt geworden. Ich war überrascht, was es dort alles zu sehen gab. Es waren viele Gastvereine eingeladen und es gab eine große MOBA-Börse. Von mir an dieser Stelle ein großes Dankeschön an den rührigen Verein und ich wünsche euch nun viel Spaß beim Zuschauen ohne weitere Kommentare von mir. Wir starten mit der vereinseigenen Anlage des MEV. Yeah.
Sagen wir mal so, ein Gleis ist mehr. Voll, ne, oder? Das ist schon Wahnsinn, was die Fahrer da hier auf die Beine gestellt haben jetzt. Ne? Ja. War überrascht hier. Ich war die Jahre vorher sonst auch mal kurz hier drin, aber das war da nicht so doll. Und jetzt hier. Die anderen da hinten, die müsste aus Dresden sein, ne? Die da. Ich glaube schon. Ja, das jetzt auch ein Problem zur Ausstellung. Ich hätte jetzt rüber. Das wäre natürlich, das wäre der Hit, ja. Also eine neuralgische Pumpe, ja, also zweiachsige Fahrzeuge, ja, super. Und da noch einen Pufferspeicher dann unterzubringen, da müssen wir noch einen Anhänger mitschleppen, ne? Das wäre wahrscheinlich zu viel. Thank you.
Thank you.
habe ich nicht gestellt, Herbert. Nur, dass du reinfahren kannst. Da haben wir eine Uhlenbruckanlage. Und da gehen nicht alle Mäuse. Es gibt nur diese Multimaus, ja. Diese von Robo. Diese hier funktionieren auch, aber von Robo die funktionieren nicht. Thank you.